Hallo, ist das hier nur Didi? Didi 1, SWL Dortmund. Und ich bin gerade hier auf 160 Meter Amateurfunkband. Die Bedingungen gehen so langsam ein bisschen zurück. Aber trotz alledem will ich mal gucken. Da ist noch was. Das ist Engländer. Naja, ist erstmal jetzt egal. Wir sind hier auf 160 Meter Amateurfunkband. Und das geht von 1800 bis 2000 Kilohertz. Das heißt also von 1,8 Megahertz bis 2 Megahertz. So kann man das auch sagen. Und viele behaupten, 160 Meter Band ist kurze Welle. Das ist nicht so ganz richtig. 160 Meter Amateurfunkband ist im Mittelwellenbereich. Denn Mittelwelle geht von 0,300, also 300 Kilohertz, bis 3 Megahertz, also bis 3000 Kilohertz. Ja? Und genau dazwischen ist das 160 Meter Band. Das heißt also im Grunde, wenn wir jetzt auf 300 runtergehen, 300 Kilohertz, das heißt 0,3 Megahertz, kann man auch sagen, bis 3000 Kilohertz oder 3 Megahertz. Ja, das ist dasselbe. Bis dahin geht das Mittelwellenband. Und genau dazwischen ist 2 bzw. 1,8. Von 1,8 bis 2, da ist das 160 Meter Band, das Amateurfunkband. Ja. Und ich möchte jetzt mal den Bereich von 300 Anfang, das ist die Grenzfrequenz zwischen Grenzwelle, zwischen lange Welle und Mittelwelle. Hier fängt Mittelwelle an und gehen wir jetzt mal hoch bis 3 MHz, also bis 3000 kHz. Das sind jetzt 300 kHz bis 3000 kHz. So gehen wir jetzt mal hoch. Und genau dazwischen ist eben, die, wie gesagt, dieses 160 Meter Amateurfunkband. Da läuft jetzt in 40 Minuten startet da ein sogenannter Contest. Das heißt also ein Amateurfunkwettbewerb. Ja? Da machen die heute, das nennt sich so der CQ Worldwide DX Contest. Ein Contest ist im Grunde ein Wettbewerb und dann versuchen die Amateurfunker weltweit Kommunikation zu betreiben. Und auch schnelle, dass da ganz viele dann auch machen, ne? Viele Connection. So, und diese 40 Minuten, die will ich jetzt mal ausnutzen, so lange, bis das dann anfängt. Und will euch mal zeigen, wie das funktioniert mit der Mittelwelle. Das heißt also, wir gehen jetzt erstmal andere Modulationsart. Und fangen wir mal in der Mittelwelle jetzt an. Ich tue das mal ein bisschen spreizen. Ja, und dann sehen wir hier schon, hier unten ist lange Welle, da habe ich schon mal eine Sendung drüber gemacht, ne? Und das geht jetzt hier weiter mit der Mittelwelle. Was haben wir da? So, gehen wir mal weiter. Ja,
kommen gleich die Radiosender. Hier ist so alles im Grunde so Militär drinne und Navigationssender und sowas alles, ne? Und da fängt jetzt schon mal wieder ein Radiosender an. Hier sind wir schon bei 531 Kilohertz. Das ist Mittelwelle jetzt, ja? Das ist außerdem jetzt alles mit der Mini-VIP-Antenne, ne? Das ist wieder eine Maschine. Also die Chinesen sind auch ganz viel vertreten hier auf den ganzen Bändern, ne? Radiosender. Also die Asiaten noch, ne? Das ist wieder eine Maschine. Sind wir aber auch bei 810 Kilohertz oder 0,8 Megahertz, kann man dazu sagen auch, ja? Oh, David Bowie. Nehmen wir mal weiter. So, da sind wir schon mal bei 1000 Kilohertz. Das heißt also im Grunde, das wird umgerechnet dann in 1 Megahertz. Ja? 1000 Kilohertz ist 1 Megahertz. Das heißt also im Grunde 1 Million Hertz. Ja? Kann man so, wird das umgerechnet. Jetzt sind wir bei 1 Megahertz bzw. 1000 Kilohertz. 1000 Kilohertz, genau. Und das ist immer noch Mittelwelle, ja?
Dann haben wir so Maschinen, so Faxe und RTTY, so Fernschreiber und Bilder, die man da übertragen kann, ja. SSTV. Das war früher mal Radio Luxemburg, hier die Ecke. Habe ich als Kind gerne gehört. Das gibt es aber nicht mehr, das ist jetzt heutzutage RTL, ja? Und jetzt kommen wir so langsam zum 160 Meter Band, der Amateurfunker. Und das fängt jetzt hier an. Und das ist mitten im Mittelwellenbereich. Ja? Und das geht jetzt von 1800 bis 2000. Kilohertz, beziehungsweise 2 Megahertz, ne? So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Also das ist jetzt hier das, wie gesagt, das 160 Meter Band. Bis hierhin. Und jetzt die Mittelwelle, die geht noch weiter bis 3000. Ja? Das heißt, wir machen jetzt mal einen Schnelldurchgang bis 3000. Ja? Maschine. Ja, ganz viele Maschinen hier. Fernschreiber und Bildmacher und Faxe und sowas, ja? Und jetzt sind wir genau da, wo Kurzwelle anfängt. So, ab 3 MHz fängt jetzt Kurzwelle an. Das heißt also, hier ist der Grenzbereich oder die Grenzwelle zwischen Mittelwelle und lange Welle. Und Kurzwelle. Also Mittelwelle und hier fängt Kurzwelle an. Ja? Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter gehen, von 3,6 Megahertz oder von 3600, kann man auch sagen, Kilohertz, von 3600 Kilohertz, ist das dasselbe, ja? Oder 3,6 Megahertz, fängt 80 Meter Amateurfunk an. Und das ist im Kurzwellenbereich, ne? Hier ist also ab 3000 ist der Kurzwellenbereich und 80 Meter ist 3600 Kilohertz oder 3,6 Megahertz ist ja dasselbe und geht bis 3,8. Also im Grunde, das fängt bei 3,6 fängt das an, genau. Ne, bei 3,5 fängt das an, so fängt das ist genau, so fängt das hier an und das geht bis 3,8. Ja, bis hierhin. Der ist also hier 80 Meter Band. Aber auf dem 80 Meter Band machen die jetzt einmal den Contest. Ja.
Aber die unterhalten sich da so. Also auf den ganzen Kurzwellenbändern und auf 160 Meter machen die jetzt gleich einen Contest. Ja, halbe Stunde geht's los. Und der geht 48 Stunden lang. Aber 80 Meter sind jetzt. Sind jetzt nicht so die Bedingungen eigentlich, aber. Das ist alles mit der Mini-Vip-Antenne außerdem, ne? Die Russen. Papa Echo, er ist Holland. Ja, Papa Echo, Lico Hotel, Queen Ducking, Fear and No, because the Hooder Interior of the Bedford, yeah, the Bedford's, like a very cold like a danger, yeah, you may hear 5 names of Christine de Bay, Quizel. Also das wollte ich auch mal sagen, ne? Also 160 Meter Band ist Mittelwellenbereich und 80 Meter ist, da fängt die kurze Welle an und 40 Meter ist kurze Welle, 20 Meter ist kurze Welle, ne? 160 Meter, das ist noch im Mittelwellenbereich. Ja, und jetzt fängt so langsam der Contest auf die kurze Welle und auf 160 an. Und dann ziehe ich mir bis heute Morgen mal rein, das sind da 4-5 Stunden. Dann gehen sowieso die Bedingungen weg. Und einer Amateurfunker vorhin auf 160 Meter hat gesagt, diese Conteste, die mag er nicht so irgendwo. Das wären so. Ja, ich habe das auch mal probiert. Da gibt es ja solche Dinger. Ja, die treffen der kaputten Signale. Ja, ganz Unrecht hat er ja nicht, ne? So, also wissen wir Bescheid. 160 Meter Amateurfunk ist nicht kurze Welle, sondern ist Mittelwelle. Dass er endlich mal klar ist. Also die meisten sagen, ist kurze Welle ist es nicht. Kurze Welle ist, 100, ist 80 Meter, 40 Meter, 20 Meter, 12 Meter, 10 Meter noch, ne? Und dann fängt so langsam ultrakurze Welle an. So. Ja, keine mehr QRV auf 80. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Didi Hans, SWL Dortmund.